kleine Planänderung. Wenn sich Chip auf dem Schrottplatz befindet, sollte er sich finden lassen. Wenn jemand im Häuschen hockt. Da ist er. Chip Delaney. Hoffentlich komme ich unbemerkt in die Zentrale. Da bin ich. Die vielen Einbrecher. Das waren Schaufensterpuppen. Trotzdem, ich habe Chip gesehen. Und jetzt? Alle Mann auf Gefechtsstation? Ihr kennt unsere geheime Zentrale nicht. Also Ruhe bewahren. Wir rufen die Polizei und sind vorsichtig. Tante Mathilda und Onkel Titus sind zum Glück wachsam. Ich habe die Lampe für den Helm aufgetrieben. Außerdem Wachskerzen, wie ich sehe. Die verteilen wir in der Zentrale. Für den Fall der Fälle. Okay, stellen wir das erste Mal die Lampe auf. Gut, dann können wir mal die Kerzen verteilen. Da kommt eine hier rauf. Eine auf dem Kühlschrank. Eine auf hier hin. Eine aufs Teleskoprohr. Und eine hinten beim Tresor. Keine unerwünschten Besucher in der Dunkelkammer. Toll. So, jetzt rufen wir den Kot an. Zurzeit sind unsere Leitungen überlastet. Wir sind in Kürze wieder für Sie da. Die Polizei ist ganz schön im Stress. Ein Stromausfall. Ob das mit rechten Dingen zugeht? Sicher springt bald das Notstromaggregat von Onkel Titus an. Zu dritt ist das Nachtsichtgerät auf Dauer keine Lösung. Aber hey, wir haben die Kerzen. Genau, die zünden wir jetzt alle an. Da müssen wir zu der Schachtel. So kann ich nichts erkennen. Mit dem Nachtsichtgerät zur Schachtel. Dann können wir das Streichholz holen. Ach, nur ein Streichholz übrig. Das allein wird nicht reichen. Und das Windlicht. Zentrale, Schummerlichtmodus. So, alle Kerzen anzünden. Ist sehr romantisch, oder? Ich werde Onkel Titus fragen, wie es um den Notstrom steht. Ohne Strom läuft unsere Alarmanlage zwar nicht, aber wir werden dich trotzdem begleiten. Können wir die Kerzen unbeaufsichtigt lassen? Wir waren sehr vorsorglich. Außerdem beeilen wir uns. Den Alarm kann ich per App vorprogrammieren. Allerdings reagiert das System erst, wenn wir wieder Strom haben. Moment! Mein Handy! Genau, das müssen wir aus der Kiste holen. Eine Unwetterwarnung. Rocky Beach bleibt zum Glück verschont. Okay. Auch gut. Auch wenn nichts zu hören war. Sobald der Strom zurückkehrt, ist die Alarmanlage bereit.
haben wir die Erklärung für den Stromausfall. Die Leitung wurde gekappt. Hoppla, wie komme ich hier rein? Ist das Chip? Ach, ihr seid's. Keine Sorge, das Notstromaggregat ist alt. Da braucht es etwas länger. Na, wer sagt's denn? Kaum knöpft sich Mathilda das Notstromaggregat vor, haben wir wieder Licht. Dann kann ich nur von eigener Erfahrung reden mit Notstromaggregaten, kenne ich mich auch aus. Alarm! In der Zentrale wurde der Alarm ausgelöst. Der Helm! Der Tresor! Na, worauf warten wir noch? Jetzt aber pronto zurück. Der Helm! Er ist weg! Nein, ihr Schlaumeier, das war ich. Super. Geheime Kühlschränke, Zaunbretter, die zur Seite schwingen, ein Versteck unter Schrott. Euch zu beobachten wird nie langweilig. Wieder bewaffnet? Waren die Dinger im Sonderangebot? Her mit den Masken, dann kommt ihr mit heiler Haut davon. Ich vermute, ihr habt die Masken im Tresor. Öffnet ihn gefälligst. Justus wollte für uns die Kombination hinterlegen. Wir müssen sie finden. Ich hab so eine Ahnung. Kellys Maße sind das jedenfalls nicht. Okay, und zurück zum Tresor. Licht. Stethoskop. Mal sehen, ob wir den Dreh raus haben. Okay, wir müssen viermal links drehen zu 60. Eins. Zwei. Drei. Dreimal rechts zu 34. Eins. Zwei. Drei. Und zweimal links zu 87. Eins. Und jetzt einmal rechts bis zum Anschlag. Sesam, öffne dich. Tada! Na also, geht doch! Dreht euch mal um. Ich glaub, da kommt der Dritte im Bunde. Geben Sie auf, Mr. Delaney. Die Polizei ist schon auf dem Weg. So siehst du aus. Wenn ihr nicht wollt, dass Jelena etwas zustößt, dann kooperiert. Habt ihr Natalie vergessen? Ein Zeichen von mir und Jelena ist Geschichte. Wir sollten euch die weitere Suche überlassen. Aber am Ende geht alles an uns. Überlegt gut, was ihr sagt. Tut mir leid, dass es so spät wurde, aber ich bin in puncto Kuckucksnest fündig geworden. Alles in Ordnung? Ja, warum? Also, das Wort stammt aus einem Kinderreim. Einer Ost, einer West, einer flog übers Kuckucksnest. Das war auch der Aufhänger für einen Roman. Schauplatz, eine psychiatrische Anstalt. Gallagher saß kurz im Gefängnis wegen versäumter Zahlungen, haufenweise Strafzettel. Und nun kommt's. Das Gefängnis war vorher ein Irrenhaus, steht heute leer und wurde gekauft von... Gallagher. Befindet sich das Gebäude in Kalifornien? Ja, es steht im Salinas Valley, in der Nähe von Soledad. Ich maile dir morgen, wie ihr hinkommt. Macht's gut. Und haltet mich auf dem Laufenden. Zufrieden, Mr. Delaney. Mr. Delaney? Delaney hat sich verabschiedet.
Kommt wirklich die Polizei, Just? Nein, ich habe geblufft. Als ich nicht durch die Falltür kam, bin ich etwas kopflos zu euch zurück und musste improvisieren. Wir müssen die Polizei Jelena zuliebe aus dem Spiel lassen. Chip ist unberechenbar. Aber warum hat er alle Sachen da gelassen? Er will, dass wir Ethan übers Ohr hauen und für ihn und Natalie die Drecksarbeit erledigen. Wenigstens kennen wir jetzt die letzte Station der Schnitzeljagd. Ein Gebäude, das Nervenkranke fesselte, dann Verbrecher und nun Detektive. Nun gute Miene zum bösen Spiel. Deshalb fällt kein Wort über den nächtlichen Besuch, als Ethan die drei Fragezeichen ins Salinas Valley begleitet. Stürmische Schatzsuche.